Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es ums Essen geht, dann denken viele Schweizer sofort an Italien. Typisch italienische Produkte wie Mozzarella, Parmesan und Olivenöl sind schwer im Trend. Und bei den Teigwaren liegen wir Schweizer mit 10 Kilo pro Kopf gerade nach den Italienern weltweit an zweiter Stelle. In den nächsten 14 Tagen kommen bei uns alle Fans der italienischen Küche auf die Rechnung. Im Ladenfestival Bella Italia findet man nämlich alles, was das Herz begehrt und das Portemonnaie verwöhnt. Zu den zahlreichen Klassikern, die die italienische Küche bekannt und berühmt gemacht haben, gehören natürlich auch einzigartige Käsesorten. Der Armin Amrain, auch in dieser Sparte daheim, stellt Ihnen seine Lieblingssorte jetzt am besten gerade selber vor. Es ist der Parmesan Grana Padano, der schon im Mittelalter den Gaumen der Feinschmecker verwöhnt hat. Grüezi miteinander! Während der langen Reifezeit braucht ständig Pflege, Fachwissen und viel Erfahrung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Jeder einzelne Leib wird immer wieder kontrolliert und erst nach unbestechlichen Proben mit dem bekannten Markenzeichen ausgestattet. Und dieser vielseitige Käse spielt heute eine wichtige Rolle im Rezept. Richtig, ich brauche ihn für ein Safranrisotto mit Erbsli und Hackfleischbauali. Für die Fleischbällalis Hackfleisch mit eingeweichtem Brot, Zwiebeln, Knoblauch, Ei und Peterli in eine Schüssel geben. Mit Pfeffer, Koriander, Paprika und Salz würzen. Alles gut durchkneten und im Kühlschrank kurz ruhen. Für ein Risotto ein bisschen Zwiebeln im Öl andämpfen. Mialone-Reis glasig mitdämpfen. Mit der Hälfte vom Weisswein und der Bouillon ablöschen. Dann leicht köcheln und die restliche Flüssigkeit noch in noch dazugiessen. Bis es soweit ist, wechseln wir jetzt aber noch schnell das Thema. Ein Haus ist eigentlich erst dann fertig, wenn auch ein Hang rundherum steht und man kann gemütlich im Garten sitzen. In unseren Bau- und Hobbymärkten finden Sie jetzt alles für einen gelungenen Start in die Freiluftsaison. Je nach Vorliebe und Umgebung können Sie wählen zwischen einem Jägerzaun, einem Senkrechtzaun, einem Staketenzaun aus langlebigem, chromfrei imprägniertem Nadelholz. Dank einem richtigen Werkzeug, ein passender Zubehör und einem hilfsbereiten Nachbar ist schon die Montage ein Aufsteller. Und mit den vorgefertigten Elementen aus Ihrem Bau- und Hobbymarkt ist sogar das Einrichten von einem lauschigen Holzpavillon kein Problem. Ein Schutzanstrich sorgt dafür, dass Wind und Wetter möglichst wenig schaden können. Auch das Verlegen von Gehwegplatten ist einfacher, als man denkt. Als Unterlage empfehlen unsere Fachleute Split statt Sand für besseren Halt. Und mit diesen praktischen, verstellbaren Plattenheber kann man die Platten millimetergenau und ohne grossen Kraftakt einpassen. Im Mittelpunkt des Gartens steht an schönen Tagen der Grill. Unabhängig vom Wetter und auch an Regentagen parat ist ein Gartenschmini. Bei Fragen über verschiedene Modelle und alles andere zum Einrichten und Gestalten von Ihrem Garten wenden Sie sich am besten an unsere Fachberater in Ihrem Bau- und Hobbymarkt. In einem Monat gehen wir noch mal raus in den Garten und haben dann noch ein paar Tipps zum Einrichten von einem Sitzplatz parat. Jetzt aber zurück zum Rezept. Und ich habe unterdessen Fleischbällchen parat gemacht. Im heißen Öl anbraten, die Hitze reduzieren und ca. 20 Minuten weiterbraten. Auch der Risotto ist inzwischen fast so weit. Ein Briefchen Safran, tiefgekühlte Erbsli und geriebenen Parmesan dazugeben. Gut rühren und eventuell mit Salz abschmecken. Dann mit den Parmesanspönen garnieren und zusammen mit den Fleischbällchen anrichten. Das Rezept können Sie wie immer in der Coop-Zeitung nachlesen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Verschiedenes wie zum Beispiel der Parmesan für das Rezept von Armin Amrain kommen Sie jetzt in unseren Läden zum Aktionspreis über. Neben anderen lohnenden Angeboten. Erdbeere in der 500-Gramm-Schale kostet 1,90 €. Rosetton in Öl kommen Sie im Trio-Pack für 3,15 Franken über. Und mit der GoProfit-Karte gibt es bis Ende Woche weisse Spargel aus Spanien für 5,90 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war's für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.